Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müll aus Hamburg, aus der Weidestraße 132. Ich melde mich nochmal mit dem Thema oder melde mich mal zu dem Thema Differenzbesteuerung. Es gibt aus dem Juli 2019 ein BMF-Schreiben, welches die Rechtsprechung nochmal ein wenig anpasst, was das Ausschlachten von Gebrauchsgegenständen angeht. Da gab es mal aus dem Jahre 2017 ein EuGH-Urteil und ein BFH-Urteil, welches sich mit dieser Thematik beschäftigen musste. Und daraufhin hat das BMF, also jetzt mit Schreiben aus dem Juli 2017, ich werde das Ganze hier auch nochmal verlinken, hat die Rechtsprechung angepasst. Und zwar geht es darum, dass beim Ausschlachten von Gebrauchsgegenständen, also wird hauptsächlich wahrscheinlich dann gebrauchte PKWs sein, aber letztendlich betrifft das ja auch Wiederverkäufer, die sich ganz normal mit Technik beschäftigen, wo Ersatzteile daraus gewonnen werden. Ne? Und da war es ja vorher so, dass die Teile, die aus dem Ausschlachten heraus gewonnen wurden und dann wiederverkauft wurden, dass für diese Teile keine Differenzbesteuerung anwendbar war. Das ist jetzt angepasst worden, das ist jetzt sozusagen durch Rechtsprechung ja geändert worden. Es ist also so, wenn Gegenstände angeschafft wurden, die ausgeschlachtet werden und die Einzelteile dann wieder veräußert werden, ist § 25a die Differenzbesteuerung anwendbar. Da wurde jetzt dann genau nochmal festgelegt in dem BFF-Schreiben, wie dann hier vorzugehen ist, dass also der Wert der einzelnen Teile dann sachgerecht zu schätzen ist und die Aufzeichnungspflicht eben so angepasst werden, dass die Ermittlung der einzelnen Werte dann, die dann sozusagen verkauft werden, der einzelnen Gegenstände, dass die als Anlage zu den Verkaufspreisen mit dargestellt werden müssen. Dass also schnell und übersichtlich dann hier ja eine Übersicht vorhanden ist fürs Finanzamt, um das zu überprüfen, so als Formalie, als Vorschrift, wie dann die Ermittlung der Differenz zustande gekommen ist. Das wollte ich mir nochmal zum Besten geben. Auf meiner Seite www.cpm-steuerberater.de da nochmal reinklicken. Wir verlinken das auch zu den anderen Rechtsprechungen, die in der Vergangenheit ergangen sind, da nochmal durchgehen. Wir werden das soweit mal anpassen. Aber es ist immer ein interessantes Thema. Es wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema. Aber eigentlich ist es doch eine gute Möglichkeit, die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer klein zu halten und damit eventuell die Preiskalkulation ein wenig schlanker zu gestalten für die Kunden und Abnehmer, die offensichtlich dann nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Ja, was Vermieter, was Ärzte angeht, was Privatleute angeht. Also hier kann man natürlich über die Preiskalkulation so kleinere Vorteile gewinnen. Das wollte ich nochmal so zum Besten geben, ist eine interessante Sache. Mal kurz reinklinken, www.cpm-steuerberater.de. Und dann Stichwort Differenzbesteuerung oder Margenbesteuerung eingeben. Soweit, bis demnächst auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss.